Ah, jetzt ist doch der Komet auch noch hier. Oh, stimmt. Der Gegner mit einem Leben, der hat, das wird ätzend. Gerade die dritte Phase, wo ich meine Probleme vorhin hatte. Ah, das wird jetzt lustig. Ich tippe mit 5 Leben, also 5 Versuchen. Death Counter hier einfügen. Okay, sagen wir es so, wenn ich einmal sterbe, füge ich jetzt einen Death Counter ein. Ich habe eine Vorlage, also... Oh, draußen ist die Feuerwehr unterwegs, also brennt es doch irgendwo. Stimmt, ich wollte ja gucken, wo es brennt. Wenn ich einmal sterbe, mache ich einen Death Counter. Na gut. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber es riecht nicht mehr verbrannt, also ist das hier nicht in der Nähe, sondern nur hergezogen vom Rauch her, denke ich mal. Nächste Galaxie ist die Eisvulkan-Galaxie. Einer meiner liebsten vom Design her tatsächlich. Ja, das meine ich halt. Ich sage immer, ach, ich muss jetzt das noch tun. Derweil vergesse ich es. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt hier im Stream sage, als nächstes gucken wir mal in die Mission rein, weil da wollte ich noch was holen. Nee, vergesse ich. Ich weiß nicht, kann man das schon als... Ich weiß... Kann man das schon Alzheimer nennen? Das ist ja... Oder Demenz, das ist ja schon richtig schlimm teilweise. Warte mal, was muss man denn hier tun? Ach, den Stern suchen, glaube ich. Ah ne, den Pinguin fangen. Hier kann ich mich, glaube ich, nur noch ganz schwach an den Secret-Stern erinnern. Da müsste ich erst noch mal gucken. Also mein Hausarzt kannst du dafür nicht fragen. Der hat doch übelst schlimme Google-Rezensionen, weil der irgendwie eine komplette Meise hat, der Typ. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, was meine Mission war, aber gut. Deswegen gehe ich auch ungern zum Arzt, egal was ist, weil der Typ eine Macke hat. Ah,
ich glaube, ich weiß, wo der Secret-Stern ist. War das nicht hier? Ah ne, das ist nur eine Abkürzung. Hallo. Danke. Boah, der Secret-Stern. Aus dem Kopf gerade kein... Ah ja, ich weiß wo, glaube ich. Gut, das sage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal. Oder die Ärzte, die nicht wirklich Bock haben, die Ursache zu suchen. Bei meinem Hausarzt kannst du so den Eindruck erwecken, dass der aus der Klapse entkommen ist. Das ist wirklich echt schlimm. Der war früher nicht so. Ich weiß nicht, was den verändert hat. Aber inzwischen kannst du gefühlt mit gar nichts mehr zu dem gehen. Um mal ein Beispiel zu nennen, was zum Beispiel in seiner Google-Rezension steht. Da war wohl irgendwie so ein ausländisches Pärchen da. Oh. Und der hat die Englisch sprechende nicht drangenommen. Oder wollte da irgendwie nichts von wissen oder keine Ahnung. Musst mal bei Google Maps eingeben, Krause Köthen. Aber Herr Krause, wir haben auch eine Frau Krause in der Stadt. Das ist seine Frau. Die hat eine eigene Praxis. Und die Rezension davon sind, ja. Ey, ich habe ja auch auf TikTok letztens ein Video gesehen, ne? Das war so eine Behörde, was ist sie nicht, irgendeine Stadtverwaltung oder so. Die haben gesagt, das war irgendwie so, da war so ein Ausländer. Der hat irgendwie, ich glaube, seine Waschmaschine war kaputt. Irgendwas war da. Und der hat dann so gesagt, spricht Deutsch oder sowas. Ich weiß nicht mehr, ich kann das nicht so genau wiedergeben. Da war, glaube ich, noch mehr. Jedenfalls... Im Laufe des Gesprächs, da war noch eine andere, die hat das dann immer übersetzt, weil er halt nur Englisch konnte. Und dann hat der Typ, der dann so gesagt hat, spricht Deutsch, am Ende des, der hat alles verstanden. Aber hat sich halt so ein bisschen doof gestellt, im Sinne von, ja, wir sind hier in Deutschland, sprich Deutsch, du, weißt du. Manchmal verstehe ich echt nicht. Warte mal, warum? Wieso ist hier schon ein Schattenkomet von einem Stern, den ich eigentlich noch nicht habe? Wenn ich das Video finde, schicke ich es dir mal. Das war ja voll dumm. Ich war mal vor ein paar Jahren, glaube ich, auch bei dem, weil ich irgendwie so Symptome für irgendwas hatte. Ah. Jedenfalls habe ich mich dann seitdem nicht mehr hingetraut, ne? Weil der dann gesagt hat, ich bilde mir das nur ein. Was ist, wenn ich wirklich irgendwas Schlimmes gehabt hätte zu dem Zeitpunkt? Seitdem traue ich mich da auch nirgendwo mehr hin. Right.
Ja, meine Schwester, ne? Meine Schwester leidet an, naja, Dauermigräne, kann man sagen. Gefühlt alle 2 Tage. So ähnlich wie du das gerade geschrieben hast, hat er das auch gesagt. Dass sich da, so nach dem Motto gibt's nicht oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann das nicht genau wiedergeben. Das ist. Da muss man, glaube ich, irgendwie eine Audioaufnahme haben. Aber so 1:1 wirklich wiedergeben, das kriege ich nicht mehr hin. Wo hier der Secret-Stern ist, weiß ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Kann man das nicht eigentlich der Ärztekammer melden? Ja. Eine Rezension, jetzt wo ich es gerade lese, oder wo es mir gerade wieder einfällt, bei den Rezensionen stand, der scheint sich mehr um seine eigenen Autos zu kümmern, als die Sorgen der Patienten. Meine Oma, die inzwischen ja leider nicht mehr lebt, die war dicke mit dem. Also die haben sich eigentlich gut verstanden. Wenn du da was gesagt hattest, da war so nach dem Motto, ey, weißt du? Und jetzt mal ganz unter uns, das möchte ich jetzt nicht so laut sagen. Beweisen kann ich es nicht, aber ich vermute es mal. Weil warum sollte sie denn am Abend zuvor schon Bescheid wissen? Habe ich jetzt hier irgendwie gerade in dem ganzen Gewusel irgendwas übersehen? Ich glaube, eigentlich brauche ich die Feuerblume. So, Feuer Mario. So, die Gegner sind schon mal vom Tisch. Die Sternteile sind gefarmt. Let's go.
Heute war sowieso irgendwie ein ganz komischer Tag, ne? Wir haben ja den Geburtstag meines Bruders gefeiert. Alles schön und gut. Meine andere Oma, die kam ja auch vorbei. Und ich sag mal so, das ist so eine Oma, die... Ja, von der Persönlichkeit her mag die keiner. Das ist halt so eine typische Altbacken-Oma, sag ich mal. Und ihr einer Sohn, quasi mein Onkel väterlicherseits, der hat sich ja schon von der abgekapselt. Die haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Und heute, mein Vater war auch so, weil die ist halt so ein richtig auf ordnungsgetrimmter Mensch. Was war denn das jetzt? Huch. Waren das Kick-Follows? Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Gleich zwei auf einmal? Warte mal. Ein Moment. Danke für die Follow. Spitting Cake, Ipe Psychic TV und Ha Hasaki. Wow. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Fly Kite SJ. Danke auch für den Follow. Holy. Bad Big Bill. Was ist denn jetzt los? Das ist doch safe. Na gut, ich sag's mal nicht. Neddy 234, danke für den Follow. Hä? Wurde ich irgendwo geteilt oder so? Oder sind das BOTS? Weil das ist ja abnormal. Hä? Mellow Vlog, danke für den Follow. Und Namo Onanpun, danke auch. Das waren jetzt 10 Follows in einer Minute. Okay, und es geht weiter. Warte mal, da muss ich den Chat mal woanders hinlegen. Oder ich nutze die Vorschau. Gut, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ist egal. Ist egal, wechseln wir das Thema. Ich glaube, ich weiß nur, das war ein Kackthema. Ich habe jetzt mal das Kick Dashboard aufgemacht, weil ich die Verlust nicht gesehen habe. Da habe ich ja jetzt auch den Chat drin, von daher passt das. Da sehe ich zwar nicht mehr, ob ich verworfene Frames habe, aber das passt. Wobei, das hat sich ja jetzt gelegt. Wenn es echte Leute waren, danke. If it's real people that was following, thank you. I'm not sure about that, but... In these days, it's normal to think that spots. So, warte mal, dann gehe ich zurück ins OBS-Vorschau. Ah.
Ah, okay, ich sehe schon. Ich lese mal bewusst deine Nachricht nicht vor, aber ich habe sie zur Kenntnis genommen. Warte mal. Ich antworte dir mal an dem anderen Ort. Mal sehen, wie lange mein Controller noch mitmacht. Der hat ja schon gefühlt eine halbe Stunde gemeldet, dass es Akku leer ist. Vor allem jetzt kriege ich den richtigen Stern von hiervon. Und vorher habe ich schon den Kometenstern bekommen. Das ist eigentlich auch unnormal. Normal kriegt man den Kometenstern immer erst dann, wenn man die richtige Mission schon fertig hat. Oh ja, ich erinnere mich an den Stern. Das wird ein Game Over, ich sehe es jetzt schon. Beziehungsweise ein Restart. Ich hab's gecallt. Doch nicht. Hier ist der Checkpoint, also von daher. Ich bin am Überlegen, meinen Kick-Account zu reviven, aber noch keine Ahnung wie und wann. Ich vermisse einfach die Emotes. Ja, das ist halt der Vorteil. Du hast hier schon standardmäßig Emotes. Vielleicht komplett den Live-Content. Zumindest das, was du spät. Also du bringst ja deine Videos später als geschnittene Folgen raus. Vielleicht halt den gesamten Live-Content auf Kick und Twitch machen. Oder nur Kick. Wobei beides würde auch nicht schaden. Und dann halt die geschnittene Form auf YouTube. Dann kannst du halt Kick reviven, sag ich mal. Ah, Mist. Kannst ja da noch in den Beschreibungen der Videos rein posten. Live-Content auf und dann die Links. Amen. Ja, aber wieder Restream. Oder nur Kick.
müsstest du allerdings dann das VOD downloaden mit dem Tool. Ah ne, das geht ja nicht, das Tool. Also falls mal deine lokale Aufnahme nicht geht, wäre es ohne Restream tatsächlich ein bisschen am Arsch, muss man sagen. Dieses Kick-Download-Tool geht nicht aktuell. Ah gut, doch, der andere Weg geht, den ich dir ja gesagt habe. Mit J-Downloader. Zur Not kann ich dir dann immer das VOD schicken. Ich weiß ja jetzt, wie man das downloaden kann. Und das ist eine 2-Minuten-Geschichte, glaube ich.